gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Mahlsdorf-Karlshorst gelangt. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Das war ein Befehl! Der Angriff steigert ein Befehl! Wer sind Sie? Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Die gesamte Generalität ist in 2000 Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge. Herr Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge? Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist doch geschmolzen. Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer dann in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan. Und darin alle höheren Offiziere legitimiert verlassen, wie Stalin. Gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Von allen Anfang an mich zu verraten. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Alle diese Verräter werden bezahlt. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlt. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. Doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Vielleicht kann ich zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge, Verräter, Versager? Was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Widerstand in den Weg gelegt. Ich hatte